Vor über 20 Jahren haben die Raumfahrtingenieure der NASA einen großen Fehler gemacht, der 200 Millionen Euro vernichtet hat. Und diesen großen Fehler machen auch viele Menschen, wenn sie erfolgreich werden wollen. Und genau in diesem Video geht es darum, wie du den größten Feind deines Erfolgs besiegst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Unternehmer und Berater, sondern auch Coach und Trainer. Und da durfte ich viele Menschen dabei begleiten, ihren Weg erfolgreich zu gestalten. Und einige sind aus den gleichen Gründen gescheitert, wie auch die NASA-Raumfahrtingenieure. Doch nun zurück zur Geschichte der NASA. Was ist dort passiert? Eine 200 Millionen Euro teure Sonde sollte zum Mars geschickt werden, um dort das Klima und die entsprechenden Rahmenbedingungen auf dem Planeten Mars zu erforschen. Und die NASA-Astronauten haben also einen ganz genauen Plan konzipiert, wie die Sonde von der Erde über das Weltall, durch das Weltall zum Mars fliegen sollte, um dort in eine Umlaufbahn einzutreten. Also haben sie, wie wahrscheinlich du und wie auch ich es machen, zwischen dem Ziel und der Ist-Situation sich einen Plan geschmiedet, ein Konzept, eine Flugbahn und haben die immer wieder neu berechnet und verschiedene Untersuchungen gemacht, um ihre Rechnung zu bestätigen. Und trotzdem ist, als die Sonde am Mars angekommen ist, hinter den Mars in die Umlaufbahn eingetreten und war nie wieder gesehen. Schließlich wurde ein Untersuchungsausschuss eingerichtet, um festzustellen, was tatsächlich der Fehler war. Und der Fehler wurde tatsächlich entdeckt, denn die Sonde wurde von einer Firma konzipiert, die in Zoll und in Pfund gemessen hat, also das imperiale Messsystem, aber die Raumfahrtingenieure haben ihren Plan, ihr Konzept im Meter gemacht. Und weiter fand der Untersuchungsausschuss auch heraus, dass die NASA-Ingenieure immer wieder Untersuchungen und Messsysteme und auch Auswertungen so gemacht haben, dass diese ihre eigenen Erwartungen erfüllten. Und dafür gibt es einen Fachbegriff, und zwar den Begriff des Confirmation Bias. Das bedeutet so viel, dass man die gesamte Wahrnehmung und sein Handeln und sein Verhalten danach ausrichtet, immer wieder die eigene These zu bestätigen. Und das passiert tatsächlich nicht nur den NASA-Raumfahrtingenieuren. Ich habe auch gute Freunde, die sagen, Selbstständigkeit, das ist gefährlich. Sobald ich mich selbstständig mache, gehe ich pleite, gehe ich große Risiken ein, häufig Schulden an. Und folglich suchen sie sich auch Informationen und unterlassen die Dinge, die sie davon abhalten, pleite zu gehen, Schulden aufzubauen und bestätigen so die eigene These. Ähnlich geht es auch den Rhetorikern, die sagen, eine Rede zu halten vor anderen Menschen ist schwierig, da mache ich Fehler, die anderen lachen. Und folglich geht also auch das Gehirn wieder auf die Suche nach Gründen und Thesen und Beweisen dafür, dass ein Vortrag halten gefährlich ist. Confirmation Bias meint also, dass wir in unserem Kopf eine Überzeugung tragen, die wie Scheuklappen unser Denken und Sehen, unser Wahrnehmen vollständig so eingrenzen, dass wir nur noch das sehen, was unsere eigene Überzeugung auch tatsächlich rechtfertigt, unterstützt, vielleicht sogar scheinbar begründet. Und ich lade dich einfach mal ein, Menschen zu beobachten in deinem Umfeld, was die so denken, tun, sagen, sich mit Menschen umgeben, die allesamt wiederum die eigenen Überzeugungen plausibilisieren. Die Welt ist schlecht, alle sind böse Kapitalisten, die Menschen, die Männer, die Frauen, die Reichen, die Armen, die Politiker, die da oben, alle sind so und so und so und ich kann daran nichts ändern. Wenn ein Mensch solche Überzeugungen hat und du dem Confirmation Bias unterliegst, also eine Art kognitive Verzerrung, dann wirst du mit diesen Scheuklappen durch den Rest deines Lebens gehen und auch tatsächlich nur das wahrnehmen, was scheinbar deine Überzeugung bestätigt. Doch wirst du damit andere Ergebnisse erzielen? Wirst du deine Ziele erreichen? Wirst du als NASA-Raumfahrtingenieur die Sonde in die richtige Umlaufbahn bringen? Natürlich nicht. Du brauchst andere Herangehensweisen, andere Thesen, andere Denkweisen, die es dann ermöglichen, einen Test so aufzubauen, dass du feststellst, dass das eine in Zoll und das andere im Meter gemessen worden ist. Du brauchst also tatsächlich neue Perspektiven. Und was ist nun der einfachste Weg, so ein Confirmation Bias im Leben zu vermeiden? Egal, ob es deine Beziehung, deine Gesundheit, dein wirtschaftlicher oder finanzieller Erfolg ist. Tatsächlich, wenn du all das noch nicht in deinem Leben hast, was du dir wünschst, wo du hin möchtest, dann kann es sein, dass du Überzeugungen in deinem Kopf hast, die dich genau davon abhalten. Und da liegt auch schon die Lösung vergraben. Denn wenn du beispielsweise aus einem Urlaub kommst, und das ist gar nicht so lange her, dass wir alle dann in Quarantäne mussten, wenn die Gefahr ist, dass wir aus einer
entsprechend kontaminierten Zone kommen. Und genau diese gleiche Quarantäne empfehle ich dir für die Gesamtheit deiner Überzeugung. Nimm sie alle einfach mal für eine gewisse Zeit aus deinem Kopf und parke sie in einer Quarantänezone. Und dann mach dich auf die Suche nach neuen Herangehensweisen, nach neuen Perspektiven, nach neuen Methoden. Die zweite Möglichkeit, die du heute sofort tun kannst, ist, dass allesamt deine Überzeugungen umgedeutet werden zu Thesen. Wie kann das geschehen? Du nimmst einfach deine Meinung, wie die Welt ist, wie die Wirtschaft funktioniert, wie die kapitalistischen Grundzüge oder die politischen Gesetzmäßigkeiten funktionieren und ersetzt das Wort, wie das ist so und so, also das Wort ist, durch eine These. Du baust also deine Überzeugung um zu Thesen. Und das geht ganz einfach, indem du das Wort ist vermeidest und ersetzt durch es könnte so sein, es ist eine Möglichkeit von vielen. Meine momentane These, dass die Welt so und so ist, ist heute so, aber sie kann übermorgen wiederum so sein. Das heißt also, du machst eine grundsätzliche Variabilitätsveränderung in all deinen Überzeugungen und zerstörst diese betonfesten Glaubenssätze, dass es genauso heute so ist, wie du bisher immer geglaubt hast und postulierst damit fehlerhafterweise, dass es auch in der Zukunft nicht anders sein könnte. Damit gilt es, Schluss zu machen. Wenn du dich überlegst, wo diese ganzen Überzeugungen herkommen, die dich vielleicht limitieren, nun, dann schau am besten in dein Elternhaus, in deinen Freundeskreis und in die Kultur, in der du aufgewachsen bist. Denn die größte Freiheit der Menschen ist es, dass sie sich selbst einmauern können mit Überzeugungen, die ungeprüft aus der Vergangenheit traditionell übernommen worden sind. Die Freiheit aber, die du hast, ist die Freiheit der Gedanken. Du kannst alles, was du denkst, in Frage stellen. Also stelle es am besten zunächst mal alles in die Ecke der Quarantänezone und dann ersetzt deine, das ist so und so, weil durch Thesen, es könnte so und so sein, ich habe früher mal geglaubt, aber es könnte in der Zukunft anders sein, Thesen. Diese Freiheit hast du zwischen deinen Ohren und auch genau dort sitzt der Feind deines größten Erfolgs. Und erfahrungsgemäß gelingt diese persönliche, gedankliche Veränderungsarbeit am leichtesten, wenn du es nicht alleine machst, wenn du einen Mentor hast, einen Coach hast, eine Reflexionsperson. Das bedeutet also, du triffst dich über viele Wochen, Monate und Jahre, bis all deine Überzeugungen, die dich bisher in der Vergangenheit festgehalten haben, sich verändert haben, dich freigelassen haben, die Wege zeigen, die tatsächlich zielführend sind. Und zwar so lange, bis du erkennst, dass du erfolgreich geworden bist, nämlich an den Früchten und Ergebnissen. Und gerne bist du eingeladen zu einem kostenfreien Erstgespräch, um herauszufinden, wie wir dich dabei unterstützen können. Denn wir haben nicht nur Berater und Experten, sondern auch Coaches und Trainer bei uns im Team. Und die können dich begleiten, bundesweit, jede Woche, alle 14 Tage, einmal im Monat. Und so kannst du deine Überzeugungen in Frage stellen. Und zwar nicht nur allgemein politisch, sondern vielmehr zu deinem Businessplan, zu deinem Geschäftsmodell, zu deinem Finanzplan, zu dem Marketingkonzept. Alles in Frage stellen, bis du eine klare Sicht auf dein Ziel hast und vor allen Dingen deine Überzeugungen, die dich davon abgehalten haben, bisher dein Ziel zu erreichen, in der Zukunft durch zielführende Glaubenssätze ersetzt hast. Da lade ich dich jetzt ein, nicht nur das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat, sondern gerne auch den Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu klingeln, dann wirst du benachrichtigt und jetzt Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Und dann gehörst auch du zu den Menschen, die sich nicht mehr selbst limitieren, sondern die schnellstmöglich die kürzesten Wege auch zum Erfolg finden und auch gegangen sind. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.